Ich bin Leonard Hüfing. Wir betreiben eine Biogasanlage, wo wir momentan bei der Maisernte sind und natürlich auch den Ackerbau dazu. Insgesamt ungefähr 380 Hektar, davon 120 Hektar Mais. Hier befinden wir uns auf unserem Hof, wo wir auch die ganzen Maschinen sehen können, die wir brauchen. Wie vorhin schon gesagt, haben wir den Mais zweimal beregnet. Wir sehen hinter uns zweimal Primus-Maschinen von Beinlich. Die haben 500 Meter Länge. Und was bei uns besonders ist, auch gerade bei dem Mais, dass wir aus Oberflächenwasser berechnen. Also das Wasser wird aus dem Elbe-Seitenkanal entnommen, in ein Netz mit ungefähr 900 Hektar unter Berechnung reingedrückt. Und damit können wir dann an allen Stellen über die Hydranten beregnen. Und bei dem Schlag, den wir vorhin gesehen haben, ist es so, dass die längste Bahn ungefähr 400 Meter ist und es eben 5 Bahnen sind dort zu berechnen. Das heißt, wenn man nur nachts beregnet, braucht man ungefähr 5 Tage, um den Schlag einmal mit einer Maschine zu beregnen. Also bei uns ist es ein relativ breit aufgestellter Betrieb. Es gehören nicht neben der Biogasanlage und dem Ackerbau auch die Schweine dazu. Hier sehen wir zum Beispiel eine Laufgruppe, wo die tragenden Sauen sich frei bewegen können. Und bei uns werden dann die Ferkel aufgezogen und die Mastschweine aufgezogen im Betrieb und später dann eben vermarktet. Wir befinden uns hier im Abferkelstall, der nach den neuesten Vorgaben der Nutztierhaltungsverordnung gestaltet ist. Und wir können sehen, die Sau kann sich genauso wie die Ferkel frei bewegen. Hier befinden wir uns in einem unserer zwei BHKW-Motoren. Es sind also die Kraft- und Wärmeerzeugen, also Strom erzeugen und Wärme. Die Wärme nutzen wir in der Biogasanlage zum Aufheizen der Behälter und in den Ställen für die Schweine. Und der Strom wird eingespeist. Es sind hier zwei Motoren mit jeweils 300 kW, Gasmotoren MAN. Und zwar von der Firma HGS und relativ neu umgerüstet. Und deswegen sind jetzt noch ein paar kleine Nacharbeiten hier zu machen. Jetzt finden wir uns hier auf dem Verladeplatz, wo eben die Maissilage reingeführt wird. Wir haben hier Vorratsbehälter, die einmal am Tag befüllt werden und dann stündlich das reindosieren. Wir füttern ungefähr 27, 28 Tonnen Mais am Tag und es werden gleichzeitig dazu eben noch 14 Kubikmeter Schweinegülle reingepumpt. Und man sieht hier ganz besonders die Hochförderung und dann die Runterförderung. Das bedeutet, dass es eben gasdicht reingefördert wird. Denn wir gehen unter den Flüssigkeitsspiegel, der in den Behältern herrscht, sodass eben auch kein Gas nach oben ausdringen kann. Hier sehen wir an dem großen Schaltschrank, dass so eine Biogasanlage voll mit Steuerelektronik ist. Und es macht besonders viel Spaß, wenn man dann nachts einen Fehler suchen muss. Wir kriegen hier die Fehler angezeigt auf dem Bildschirm, wo auch das Schema zu sehen ist, was eben alles genau passiert und kann auch alles einzeln angesteuert werden. Und wenn ein Fehler angezeigt wird, kriegen wir eine Nachricht über die Telefonanlage. Und dieser Alarm, je nachdem wie schlimm er ist, muss dann relativ schnell gelöst werden. Und dann darf man hier suchen, wo gerade der Fehler entstanden ist und bei welcher Maschine man gucken muss. Also hier sehen wir, wie die ganze Anlage aufgebaut ist. Wir haben zwei parallele Fermenter, wo reingefördert wird. Hier sieht man die Temperatur. Die Bakterien brauchen 40 Grad, also 40,5. Jede Temperaturschwankung ist schwierig, denn sie wollen möglichst das gleiche Klima haben. Danach geht es rüber in den Nachgärer. Also hier entsteht 90% des Gases, da entsteht 10% des Gases. Und wenn es dann endlich ausgegoren ist, geht es ins Gärproduktlager, wo bei uns auch noch ein Gasspeicher drauf ist, um eben Veränderungen abpuffern zu können. Also man sieht hier genau, wie es fließt und es läuft alles durch eine große Pumpe, die ich gleich noch zeigen kann. Das ist die große und einzige Pumpe, die wir bei uns in der Biogasanlage haben. Sie hat 4 Wegehähne und kann somit aus allen Behältern in alle Behälter pumpen. Das ist der große Vorteil, dass man nicht verschiedene Stellen, verschiedene Pumpen hat oder verschiedene Schieber, sondern dass alles durch eine Pumpe eben abgesichert ist und man dann auch genau sehen kann, wo was hingeht. Hinter mir sehen wir das Gärproduktlager. Das heißt, alles, was ausgegoren ist, wird dort gelagert und später dann für die Düngung des nächstjährigen Maises verwendet. Ungefähr 90% des Düngebedarfs, was der Mais hat, kommt aus dem Gärrest, den wir hier so lange lagern. Und obendrauf sehen wir einen großen Gasspeicher von 5000 Kubikmeter. Dieser Gasspeicher ist so groß gewählt, dass man eben auch einen langen Puffer hat und eben sehr flexibel den Motoren laufen lassen könnte. Hier sehen wir die Silageplatte, wo gerade eben der Mais einsiliert wird. Diese Platte ist 72 Meter lang und 24 Meter breit und hoch 2 Meter sozusagen die Elemente. Und wir bauen das dann oben rauf. Es sind 3 verschiedene Platten, die alle die gleiche Größe haben, sodass wir insgesamt ungefähr 15.000 Tonnen Mais lagern können. Und man sieht hier das Auf- und Abfahren auf dieser Miete. Das hat damit zu tun, dass es ganz wichtig ist, dass die Maissilage verdichtet wird und danach luftdicht abgeschlossen wird. Denn die Silierung und die Umsetzung, die wir gerne haben möchten, findet nur anaerob, also unter Luftabschluss ab.
Deswegen muss eben durch dieses Festfahren dafür gesorgt werden, dass keine Luft mehr in der Silage ist oder möglichst wenig Sauerstoff in der Silage ist. So, heute sind wir jetzt durch mit der Maisernte und da kommt noch ein ganz wichtiger Teil, und zwar müssen wir die Maismiete zudecken. Wir haben ein großes, breites Team, einerseits von unseren Betriebsmitarbeitern, Nachbarn, Schülern, also wirklich gut, dass wir so viele Leute sind. Wir sind insgesamt 11 Leute und mit 11 Leuten decken wir heute die Miete zu.
Eine Besonderheit bei uns ist, dass wir unser Gärsubstrat selbst ausbringen. Wir haben vor 2 Jahren uns ein Gespann angeschafft, womit man das Gärsubstrat direkt in den Bogen einbringt mit einem Güllegrubber. Also wir können hier sehen, dass direkt hinter den Grubberscharen die Gülle eingeleitet wird. Somit wird sie danach wieder zugestrichen und das Gärsubstrat ist direkt eingearbeitet in den Boden und möglichst wenig Stickstoff geht damit in die Luft. Hier befinden wir uns an der Notgasfackel. Die wird tatsächlich nur in Betrieb genommen, wenn wirklich beide Motoren ausfallen und wir das Gas abfackeln müssen. Das ist bei uns bisher zum Glück noch nie vorgekommen aufgrund des großen Gasspeichers. Aber es ist eine Sicherheitsvorrichtung, die dazugehört, um eben im Notfall reagieren zu können. Und sie startet auch automatisch, wenn eben der Gasdruck zu hoch wird.